Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf dem Kanal. Ihr wundert euch bestimmt, wo mein Video bleibt vom Auswärtsspiel in Kiel Mitte November. Und wie ihr vielleicht gesehen habt in der Überschrift oder unten drin, das hier ist ein Infovideo und ein Erklärvideo zu dem Video aus Kiel. In diesem Video, nur als Hinweis vorab, in diesem Video laber ich nur. Da gibt es keine Videosequenzen, keine Tonsequenzen, nichts aus dem Stadion. Ich laber einfach nur und erkläre oder informiere euch über Neuigkeiten und was 2023 wird oder nicht wird oder wie auch immer. Wenn du mein Gelaber nicht hören möchtest, das ist ja völlig freigestellt, dann hast du die Möglichkeit, nach dem gleichfolgenden Piepton oder vor dem Piepton dann das Video zu beenden und auf mein nächstes Video zu warten. Und allen anderen, die nach dem Piepton noch da sind, lade ich gerne ein, dieses Video zu schauen oder zu hören. Es ist ja ein Audio-Video und dann könnt ihr ja alle informiert sein, was ich demnächst mache. Für alle anderen, ihr könnt dann gleich abschalten. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal für alle, die jetzt da geblieben sind. Ein kleines Informationsvideo für euch, denn das Video aus Kiel ist ja normalerweise, oder die Spiele, wo ich dabei bin, sind ja allerhöchstens 3-4 Tage später die Videos da. Jetzt ist das Video aus Kiel aber schon seit 5 Wochen überfällig. Und das hat auch einen Grund, warum das überfällig ist. Und das möchte ich euch gerne jetzt in kurzen Sätzen mal erläutern. Denn in Kiel ist einiges vorgefallen, was sehr viel Schaden aufbringen würde, was aber nicht sein muss. Und das erkläre ich euch jetzt. Es ist in meinen letzten 9 Jahren in Fanblogs ab und zu schon mal dazu gekommen, dass pyrotechnische Gegenstände in die Fanblogs kommt und auch dort gezündet wird. Das wissen wir mittlerweile. Das ist nach 9 oder 10 Jahren oder 11 Jahren jetzt mittlerweile schon so bekannt, dass es schon langweilig, dass es da überhaupt noch ist. Aber es gibt halt leider Gesellschaftsgruppen, die das eben einfach nicht verstehen können. Wie auch immer, ist auch egal. Darum geht es in diesem Video nicht. Es geht um das Video in Kiel und da ist einiges vorgefallen, was ich jetzt in kurzen Punkten mal erwähnen möchte. Erstens ist es dazu gekommen, dass übrigens im Video, also während ihr das jetzt hört, blende ich immer mal selbstgemachte Bilder ein, die mir zugespielt wurden oder die ich selbst aus dem Blog gemacht habe, sofern es mir möglich war. Alles andere mehr werdet ihr aus dem Spiel in Kiel nicht sehen. Keine Videos, keine Audios, keine Ausschnitte von irgendwelchen Spielszenen. Das wird es hier in diesem Video und dieses Video über die Auswärtsfahrt in Kiel wird es auch nie geben. Zudem ist es dazu gekommen, dass ich eigentlich zu der Auswärtsfahrt in Kiel eine kleine Fan-Doku machen wollte. Ja, zeigen, wie die Anreise ist, zeigen, wohin es geht, wie das Stadion aussieht, wie die Fans drauf sind und so weiter und so fort. Das können wir uns natürlich jetzt schenken. Ne? Mit dem Spiel habe ich gesehen oder relativ schnell bemerkt, dass das in dem Fanblock, um es mal diskret zu sagen, nicht erwünscht war, viel zu zeigen. Ne? Und deswegen schenke ich mir die Doku, zumindest für die Auswärtsfahrt nach Kiel.
Die Doku wird folgen 2023. Zu welchem Spiel, das werde ich mir noch überlegen. Den entsprechenden Ankündigungstrailer werde ich jetzt auch dann deaktivieren mit dem Veröffentlichen dieses Videos, denn der ist ja hinfällig. Es gibt ja dieses Jahr keine Doku, also wird es auch entsprechend keine Videoankündigung mehr gebrauchen. Ja, was ist vorgefallen? Ich sage mal so ein derartiges und intensives pyrotechnisches Aufkommen von jeglicher Art und Form von Rauch, Bengalos etc. habe ich in 9 Jahren noch nicht erlebt. Hoffentlich werde ich das nie wieder erleben. Und deswegen, wenn ich dieses Video so veröffentlichen würde, wie ich es gerne veröffentlichen würde für euch, das wäre die einzigst richtige Schlussfolgerung daraus, dann würde ich einigen Personen sehr viel Schaden zufügen. Denn es sind Sachen zu sehen, die nicht zu sehen sein sollten. Und ich werde darauf auch nicht näher eingehen. Ich möchte einfach nur mit dem Ausfall dieses Videos Schaden von Hannover 96 nehmen. Ne? Rein um den Schaden, um den Verein zu mindern. Denn den Schaden haben wir sowieso schon, allein schon durch den Einsatz dieser Pyrotechnik. Und ja, um das abzumildern, gebe ich dieses Video nicht frei. Und werde ich auch dieses Video niemals irgendwo schneiden, bearbeiten oder sichten. Weil das habe ich in den letzten 5 Wochen nicht getan. Das werde ich dann auch im nächsten 5 Wochen nicht tun. Deswegen, das Video habe ich gemacht für die Tonne. In gewisser Art und Weise hätte ich es veröffentlichen können, aber dann wäre das ein verfälschtes Video und das wäre nicht dem Kanal entsprechend genehm. Das habt ihr nicht verdient, das habe ich nicht verdient und vor allem hat es Hannover 96 als Verein nicht verdient, derartiges Videomaterial online zu finden. Es ist schon schlimm genug, dass ich diese Art von Pyrotechnik erleben muss. Ja, klar. Kriege ich dann in den, und um das dann nochmal aufzubauen, in den Kommentaren kriege ich dann so schlaue Kommentare wie, ja, wenn es dir nicht gefällt, lass die Karte jemanden anderes kaufen, der es geil findet. Super, super Antwort. Super Idee. Meinst du, der da hinfährt, hat genauso viel Bock, ja? Klar, in dem Block stehen halt 2000 oder 1500 Leute. Ja, da sind bestimmt auch einige wie ich, die da keinen Bock drauf haben. Nur leider sieht man diese Menschen nicht. Diese Menschen haben auch teilweise das Spielfeld nicht gesehen. Ne, nur um mal eine Anekdote dazu zu sagen. Es gab Phasen, da hat man nicht mal mehr das Spielfeld gesehen und da stand man mehr oder weniger 10 Meter vor der Auslinie. Also verdammt nah. Und man hat den Spielstand nicht gesehen, geschweige dann von irgendwelchen Torszenen oder sonstiges. Also von daher würde ich dieses Video aus Kiel so veröffentlichen, wie dieser Kanal es normalerweise verdient hat, dann wäre das nicht tragbar. Und deswegen bleibt das Video ganz und gänzlich außen vor. Das Video gab es nie. Die Aufnahmen werden nach dieser Veröffentlichung gelöscht. Und deswegen fertig. Das Video gibt es nicht, das wird es nicht geben. Die Doku wird an einer anderen Stelle wieder eröffnet und freigegeben. Und dann gucken wir mal, welches Spiel es ist. Jetzt Ende Januar fängt ja die Saison wieder an. Wir haben jetzt den Jahreswechsel. Ich habe mir 5 Wochen darüber Gedanken gemacht. Und jetzt,
ist der Gedankengang fertig. Ich habe dieses Video, das wird das einzigste Video sein, was zum Thema Holstein Kiel gegen Hannover 96 veröffentlicht wird. Statements, entsprechende Statements etc. bla bla ist dieses Video, kein anderes. Und wer damit zufrieden ist, freue ich mich. Wer mich immer noch dann unterstützen möchte, ist auch herzlich eingeladen. Aber weitere Kommentare, Statements oder Erklärungen werden nicht folgen. Dieses Video ist das einzigste zu dem Thema Holstein Kiel gegen Hannover 96. Fertig. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, was mit dem Video aus Holstein Kiel passiert. Alles andere, was noch folgt, werde ich in einem zweiten Infovideo im neuen Jahr bringen. Da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Das wird sich dann nach den Feiertagen, nach Weihnachten, nach Silvester, werde ich mir darüber Gedanken machen, was ich dann ab Februar dann in der Rückrunde dann mit diesem Kanal vorhabe. Werden ein paar schöne Dinge sein. Ich habe schon ein paar Ideen vorbereitet, aber genaueres dann Mitte Januar. Ja, und damit war es das mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Infos sind entsprechend ausgefallen. Und alles andere werden wir 2023 hören. Ich wünsche euch hiermit dann fröhliche Weihnachten, gute Feiertage, kommt schön ins neue Jahr, knallt euch nicht so viel die Birne weg, weil es ist nicht gesund, aber wenn ihr es macht, dann, ne, dann bleibt auf dem Teppich und kriegt noch was von der Welt mit. Wir hören uns und sehen uns dann 2023 wieder. Vielen Dank für eure Unterstützung in diesem Jahr und wir hören uns im Podcast von FUBA wieder. Da gibt es höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch eine einzigste Folge, die Abschlussfolge. Und dann hören wir uns und sehen wir uns 2023 wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.